Ein Nahküterzug kommt nach Kelberg. Er soll auf Gleis 2 einfahren, also muss Weiche 1 und Weiche 5 wegen der Durchrutschweg in die Minusstellung gebracht werden. Zuerst Weiche 1 und dann 5. Jetzt kann die Fahrstraße nach Gleis 2 ab das Einfahrsignal A gesteld werden. Dadurch werden zwei andere Fahrweg für Ausgehendesverkehr gesperrt und auch die Schlüssel für lokale Rangierarbeiten. Wir müssen die Fahrstraße noch festlegen und dann ist das Einfahrsignal frei geworden. Jetzt kann der Zug einfahren. Der Zug ist eingefahren und zum Stillstand gekommen. Jetzt wird der Signalhebel zurückgestellt. Die Fahrstraßenfestlegung ist nicht mehr da. Also können und müssen wir die Fahrstraße zurücknehmen. Jetzt ist alles bereit für die Rangierarbeiten. Aber die Weiche hier kann noch nicht bediend werden, weil er immer noch verschlossen ist. Dafür müssen wir die Schlüssel ausnehmen. Und dadurch werden die ein- und ausgehende Fahrstraßen verschlossen. Ja. Jetzt können wir rangieren. Die Weiche ist jetzt offen, entschlossen, aber wir können die Schlüssel nicht ausnehmen. Aber wohl die Weiche umstellen. Die Arbeiten sind fertig und die Weiche kann wieder verschlossen werden. Und die Schlüssel wird zurückgegeben zum Fahrdienstleiter. Dadurch werden die ein- und ausgehende Fahrstraßen wieder frei. Wir wollen jetzt unser Zug Abfahrterlaubnis geben nach Berenbach, Abgleis 2. Hierdurch wird Weiche 1 verschlossen und wir können den Zug die Abfahrterlaubnis erteilen. Wenn der Zug de Bahnhof vollständig verlassen hat, können wir die Fahrstraße zurücknehmen. Der nächste Zug soll einfahren auf Gleis 1. Weiche 1 und 5 müssen wieder in die Plusstellung gebracht werden. Dadurch wird es möglich, Fahrstraße A1 einzustellen, aber nicht A2 nach Gleis 2. Es blinkt. Also Fahrstraße A1, die andere zwei sind verschlossen. Wir legen die Fahrstraßen fest. Und Signal A nach Gleis 1 wird frei.
Das Signal steht auf HP1. Die Fahrstraße ist immer noch festgelegt, also die Wagen können noch nicht umgelegt werden. Zuerst muss das Signal zurück auf HP0 und dann die Fahrstraße zurücknehmen. Und dann können doch die Wagen bewegt werden. Jetzt wird die Rangierschlüssel abgegeben und die Lok wird umlaufen. Während das Umlaufen dürfen natürlich nicht die Signale bedient werden und auch ein- und ausgehende Fahrstraßen nicht gestellt werden. Gut. Jetzt wird die Schlüssel zurückgegeben und dadurch ist wieder möglich, die Ausfahrstraße zu stellen. Ab Gleis 1 und jetzt kann wieder die Abfahrterlaubnis erteilt werden.